Next beginnt die neue Regelung, dass man wieder in die, dass die Ausgangssperren vorbei sind. Und jetzt ist natürlich Folgendes: Man hat ja, jetzt soll ja eingeführt werden, dass wenn man mit der Bahn fährt oder in bei größeren Dingen ist, dass man Atemschutzmaske nimmt. Und das sind meine Atemschutzmaske aus meiner Werkstatt. Viele werden von euch vielleicht sowas auch haben, früher von der Werkstatt noch aus. Das sind diese Standardstoffmaske. Und die sind natürlich dreckig, aber auch das betrifft dann, wie regeneriert oder wie wäscht man oder wie recycelt man diese Maske, wenn man dann jetzt zum Beispiel täglich dann mit der S-Bahn fährt. Und mit dem Thema beschäftige ich mich jetzt mal. Solche Standardmasken, die man immer in der Werkstatt benutzt hat, oder die man allgemein benutzen kann oder auch selber basteln kann. Die sind ja nur solche, die man, da ist oben ein Bügel dran. Also hier ist so ein kleiner Metallbügel dran. Dieser Metallbügel hält das Teil an der Nase fest. Dann ist hier vorne eine Membran dran, beide bessere Teile. Diese Membran macht Folgendes. Die Membran, das ist so eine kleine Gummimembran hier drin. Die löst hier aus, dass sie quasi beim Ausatmen, also beim Einatmen, soll man nicht der Staub einatmen. Drum setzt die Membran beim Einatmen, lagert sie hier auf und macht das Teil zu. Und beim Ausatmen stößt es quasi durch diese Membran dann durch. Deswegen, und der Rest ist natürlich Stoff. Und dieser Stoff, wenn man jetzt draußen sich befindet, dann dringt ja, dann saugt man ja hier quasi an und dann gehen die ganzen Viren, sind dann hier drin. Und diese Teile, also zumindest die aus Stoff, die kann man waschen. Zu dem kommen wir gleich. Dann gibt es natürlich diese große Maske, diese richtige Atemschutzmaske, die man beim Lackierer benutzt. Wir haben hier so einen Stofffilter dran und dieser Stofffilter, also ein Gasfilter oder Feinstaubfilter, also da kommen keine Viren durch. Aber mit diesem Teil kannst du natürlich nicht rumlaufen in der S-Bahn oder das den ganzen Tag drauf haben. Das ist für Lackierarbeiter gedacht oder Arbeiter, wo wirklich der Schutz drauf ist. Also das kann man so nicht nehmen. Das sind natürlich, auch hier vorne ist natürlich meistens so ein Filter vom Stefan Träger dabei, ja. Also Gruß an der Stefan. Das sind solche Filter, mit denen man einen Schutz in dem quasi, da kommen keine Viren durch. Garantiert nicht. Auch hier ist das Prinzip, so ein Durchlauf, so ein kleines Ding, und da kommt dieses Teil hier vorne mit rein. Und der Rest ist, auch hier sind so kleine Membrane drin. Super Teil, aber natürlich für den ganzen Tag kann man das nicht verwenden. Das ist wirklich, da leidet man nachher gerade so an Atemnot. Ist halt so schlimm. Natürlich die weitere Frage: Muss man eine Brille tragen? Das hört sich jetzt zwar blöd an, aber die Viren, die kommen ja rein und die können sich in die Bindehaut von die Augen eintragen. Allerdings muss man sagen, bis die Viren dann von der Bindehaut so bis zur Lunge kommen, ist es eigentlich ein ziemlich weiter Weg. Von daher, mit Brille muss man eigentlich nichts machen. Dann habe ich noch einen kleinen Tipp, wo ich mich zum Teil dem widersetze, was einfach aus der Praxis raus widerspreche, was man so oft liest. Man kann solche Ceva-Rolle, wer immer mal mit Mundschutz gearbeitet hat, man kann so Ceva-Rolle, die hat durchaus einen Vorteil, weil das Ding sind auch nur Stoffteile. Und ich kann es jetzt nur an der Maske zeigen, weil die anderen Teile sind ja jetzt gerade im Kocher drin. Man kann Ceva nehmen, also heißt das Ceva, Küchenrolle, Küchentuch, und die Küchentuch kann man in so eine Maske reinlegen. Das hat den Vorteil, dass ihr feststellen werdet, diese Maske, auch die Stoffmaske, die sind nach relativ kurzer Zeit, schwitzt da alles rein. Das Wasser, die Feuchtigkeit ist dann im Dings drin und diese Küchenrolltücher, die könnt ihr jederzeit nehmen, wegschmeißen. Und dann habt ihr hier den gleichen Mundschutz und alles funktioniert genau gleich. Nur, dass ihr dieses Teil dann jederzeit entsorgen könnt und erneuern könnt.